Unterwegs im Karenstaat. Die Region an der Grenze zu Thailand war jahrzehntelang umkämpft. Die Karen National Union, kurz KNU, fordert ein föderales Staatensystem für Myanmar. Bis heute gibt es keine Einigung mit der Regierung. Wir haben die Regierung gebeten, das Land zu reformieren. Die Regierung aber will, dass wir erst einen umfassenden Waffenstillstand unterschreiben und dann erst will sie handeln. Da glauben wir aber nicht dran. Während des langen Bürgerkrieges mussten viele Menschen aus der Region fliehen, lebten jahrelang in Flüchtlingscamps in Thailand. Die Yornita treffen einige von ihnen. Zwar konnten diese mittlerweile wieder in ihre Heimat zurückkehren, aber, so berichten sie, es bleiben viele Probleme. Wir sind mit leeren Händen aus den Flüchtlingscamps zurückgekommen, erzählt diese Frau. Wir mussten wieder bei Null anfangen. Es fehlt an allem. Wenigstens wird jetzt nicht mehr gekämpft, aber das ist schon das einzig Gute. Wir haben keine Arbeit, wir haben nicht genug Essen. Die Yornita unterstützen mehrere lokale Projekte, um den Menschen zu helfen. Der Ansatz: Hilfe zur Selbsthilfe. So werden auf dieser Farm Truthähne gezüchtet. Sie werden später an Familien übergeben, damit diese die Zucht weiterführen können und so neben dem Eigenbedarf eine Einnahmequelle haben. Das Leben in den teils entlegenen Dörfern ist beschwerlich. Die nächste Stadt ist oft mehrere Stunden Fußmarsch entfernt. Strom haben nur die wenigsten Familien, sauberes Trinkwasser ist Mangelware. Das Problem ist zum Teil auch, dass die Frauen das Wissen nicht haben oder dass die Familien das Wissen nicht haben. Sie holen sich das Wasser aus dem Fluss, nehmen das mit nach Hause, kochen das aber nicht ab zum Teil, weil sie sagen, sie haben kein Holz, um das Wasser abzukochen. Sprich, sie benutzen es direkt. Das wiederum führt natürlich zu Krankheiten bei den Kindern, Durchfallerkrankungen. Und um Folgeerscheinungen vorzubeugen, ist es auch unser Ziel, Trainings zu machen, Bewusstseinsbildung zu machen, die wir zum Beispiel in den Health Centern abhalten. Gesundheitsstationen, die auch durch die Yornita finanziert werden. Hier gibt es einen Brunnen, der sauberes Wasser liefert. Solarzellen sorgen für elektrischen Strom. Die Krankenschwestern in den Stationen behandeln am häufigsten Durchfallerkrankungen, Denguefieber, Malaria und Tuberkulose. Seit einem Jahr gibt es diese Gesundheitsstation und seitdem hat sich die Situation bereits deutlich verbessert. Eine Aussage, die Mut macht und Grund genug ist, sich weiter im Karenstaat und in Myanmar insgesamt zu engagieren. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.